Okay, wir gehen jetzt in den Bus, glaube ich mal. Und du? Hast du... Ja, hab ich. Ich wüsste gerne, was Alice nicht auftaucht. Lass uns bis dahin einfach weiter trainieren. Okay. Alles klar, Jungs. Es wird langsam zu spät. Wir sollten jetzt alle versuchen, eine Mütze voll Schlaf zu nehmen. Okay. Wir fallen schon die Augen zu. Dieses Training hat ganz schön, hat schon ganz schön geschlaucht, Hä? Marc, kann ich bei euch Jungs im Zimmer schlafen? Massengangbang. Klar, warum nicht? Ben, was? Victoria, du musst bei uns Mädchen schlafen. Echt? Aber warum denn? Sie will unbedingt Schwanz im Mund haben. Los jetzt, ab ins Bett mit euch. Spielverderber. Sag mal, Tori, magst du Marc? Nelly. Aber ja, ich mag Leute wie ihn. Willst du damit sagen, dass du... Du stehst auch für uns wie ihn? Nein, das hast du mich... da hast du mich missverstanden. Ich mag es einfach, mit Leuten zusammen zu sein, Spaß am Fußball haben. Na, das ist doch mal beruhigend. Stimmt's, Nelly? Was meinst du damit? Das soll nichts mit mir zu tun. Hihihi. Wir wissen alles, dass du seinen Schwanz willst, also sei ruhig, Mädchen. Was macht Marc denn da? Romanze! Auf geht's und noch einmal. Bist du so früh am Morgen etwa schon beim Trainieren? Oh, guten Morgen, Nelly. Frost meinte, ich könnte schnell wieder Wind werden, wenn ich mir etwas mehr Mühe gebe. Und da dachte ich, warum bis nach dem Frühstück warten? Denkst du auch mal an etwas anderes als den Training? Nein. Ist ja auch egal, Marc. Ich wollte dich nach Axel fragen. Anscheinend ist er in letzter Zeit nicht mehr bei Julia im Krankenhaus gewesen. Wirklich? Vor dem Finale der Football von dir habe ich meinen Vater im Krankenhaus besucht. Ich hörte dort, wie Axel mit Julia sprach, während sie schlief. Wirklich? Auf Wiedersehen, Vater. Ich werde morgen wiederkommen. Stalkerin, die hört immer überall zu. Marc ist ein wirklich toller Kerl. Axel. Es stimmt zwar, dass er an fast nichts anderes denkt als an Fußball, aber er hat immer gezeigt, dass ich meinen Traum nicht aufgeben soll. Ich bin sicher, dass du ihn mögen wirst, wenn du ihn kennenlernst, aber dafür musst du erstmal aufwachen. Gesagt? Als Axel das Team verlassen hat, sagte er, dass ihr euch nicht wiedersehen würdet. Ich glaube aber nicht, dass er das wirklich will. Als er das Team verlassen hat, Nelly, ist er da gelauscht, als wir uns im Tauschpark unterhalten haben? Was? Naja, es ist nur so, ich habe mir einfach Sorgen um Axel gemacht, sonst gar nichts. Ja, ja. Und überhaupt, findest du nicht etwas seltsam, dass Axel so lange nicht mehr bei seiner Schwester war? Es muss einen Grund geben. Axel, wo steckst du bloß? Keine Sorge, Axel, wir werden stärker und stärker. Wir warten immer noch auf deine Rückkehr. Und was jetzt? Yay, wir können alle snowboarden. Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir seit 3 Tagen hier trainieren und Alice immer noch nicht aufgetaucht ist. Stimmt, und wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, wann die hier aufkreuzen. Wir müssen alles in unserer Macht tun. Bestehende tun, um sie bis zum nächsten Angriff stärker zu werden. Was meinst du, Frost? Glaubst du, dass sie sich überhaupt verbessert haben? Sie machen das deutlich besser, als ich erwartet habe. Dann ist die Raimund Elf besonders gut. Ich trainiere die Mannschaft zwar erst seit kurzem, aber ihre Leidenschaft hat mich wirklich beeindruckt. Wie die Mannschaft sich reinhängt, hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Trainerin Lina, denken Sie wirklich so über das Team? Wow, das überrascht mich jetzt ein wenig. Das Team ist irgendwie interessant, findet ihr nicht? Frost, du hast doch eine Herausforderung. Eine Herausforderung? Nach all diesen Training fühle ich mich ziemlich selbstsicher. Also hatte ich die Idee, dass es interessant wäre, deine Fähigkeiten mit meinen zu vergleichen. Du steckst also vor, herauszufinden, wer von uns beiden das wahre Stürmerass von Raimund ist? Wenn du es so rausdrücken möchtest? Die Regeln sind einfach. Der Erste, der ein Tor erzielt, gewinnt. Willst du da nicht...
Einschreiten? Das entscheiden die zwei. Schauen wir einfach mal, was passiert. Okay. Soll ich jetzt Kevin lenken oder was? Seid ihr beide bereit? Entspann dich doch mal. Wenn du weiter in so einer Fratze ziehst, wirst du noch alle Angst machen. Klappe, wie ich schaue oder spiele, entscheide ich immer noch ich selbst. Fertig, los! Grrr. Verzeihung, aber der Ball gehört dann wohl mir. Brauchst immer noch so schnell. Unterschätze nicht den Stürmer der Raimonette. Kevin hat deutlich an Schnelligkeit dazu gewonnen. Schaut, er kann sogar schon mit Pfosten mithalten. Wow. Ah, Kevin hat sich den Ball zurückgeholt. Beeindruckend, aber es wird langsam Zeit. Oh. Fast scheint sich wieder verwandelt zu haben. Oh. Frost ist schnell wie eine Rakete. Verflixt, ich werde nicht verlieren. Ich werde gegen ihn nicht verlieren. Oh. Ken hat das Tempo sogar mitgehen. Ich kann es nicht fassen. Ken ist auch unfassbar schnell. Oh, schau dir diesen Schuss mal. Level up. Wir haben einen Gewinner. Hehe, ich hab's geschafft. Und eine neue Schusstechnik gelernt. So gut, muss es sein. Was war das denn für eine Spezialtechnik? Wo hast du die denn her, Kevin? Hehe, was sagt ihr dazu? Turnbull hat sich zu Wyvern Ball entwickelt. Kevin hat den Wyvern Ball gelernt. Kevin, du hast es geschafft. Das Training hat sich wirklich gelohnt. Na klar, was machst du denn? Was machst du jetzt, Frost? Was soll ich sagen? Anscheinend hat diesmal der bessere Spieler gewonnen. Das war ein ganz schöner Wumms. Ich bin sogar ein wenig neidisch auf deine atemberaubende Spezialtechnik. Aber das habe ich doch nur deinem Training zu verdanken. So fühlt sich also das an, wenn man als Team zusammenwächst. Genau, dabei geht es nicht nur um Kevin. Wir sind alle viel schneller geworden. Also wenn das so ist, dann trainiere ich lieber noch eine Runde. Ich möchte wirklich nicht der langsamste im Team sein. Dann lass uns gleich loslegen und eine Runde zusammen trainieren. Yay, Team. Was sagst du dazu, Mark? Ich hatte von Anfang an gehofft, dass die beiden am Ende miteinander klarkommen. Ich auch. Ich trinke mal ein bisschen. Am nächsten Tag. Heute Morgen bin ich aber schon früh auf dem Bein. Jetzt wird es wohl noch niemand in der Schule sein. Seit wir gegen Alice verloren haben, sind wir stärker geworden. Ob wir jetzt eine Chance gegen sie haben? Vielleicht schon. Nein, ich bin mir sogar ganz sicher, dass wir jetzt eine Chance haben. Wir müssen es für unsere Freunde schaffen, die daheim auf uns warten. Okay. Ich kenne den Typen, hä? Du bist ganz schön flott unterwegs. Das Training scheint sich langsam auszuzahlen. Danke. Entschuldige. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Javier Foster. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Mark Evans, der Kapitän der Fußballmannschaft von Raimond. Ich weiß, ich habe die Football-Frontier gewonnen. Ihr habt die Football-Frontier gewonnen, Mann, oh Mann. Wenn du dich so früh morgens schon in Trainings stürzt, dann musst du Fußball ganz schön lieben. Na klar, spielst du auch gerne Fußball? Den Typen merkt euch den mal. Gerne würde ich nicht unbedingt sagen, ich sehe Fußball als Notwendigkeit an. Der einzige Grund, warum ich mit Fußball angefangen habe, ist, dass mein Vater darauf bestanden hat. Ach wirklich, mein Opa war auch total fanat im Fußball? Na dann haben wir schon etwas gemeinsam. Ich denke, dass wir uns prima verstehen werden. Klasse, hast du Lust mit mir zu trainieren? Meinst du, aber denkst du denn, dass das in Ordnung ist? Na klar, wer Fußball liebt, ist jederzeit willkommen, mit mir zusammen zu trainieren. Du bist echt ein interessanter Mensch. Und da ist sie ja schon. Was war das für ein Geräusch? Noch eine Lawine? Nein, Mark! Der Typ ist verschwunden. Sollen wir wetten? Mark! Was sollen wir nur tun? Die Alice Akademie ist fast da. Mein Vater ist hier. Plötzlich tauchten sie am Himmel über der Stadt auf. Die Radio- und Fernsehstationen drehen völlig durch. Endlich sind sie angekommen. Mark, wir müssen sofort zum Fußballplatz gehen.
Wartet, wartet, hat jemand von euch Frost gesehen? Ich habe mitbekommen, dass er heute Morgen in aller Frühe zu Nordhang aufgebrochen ist. Dieses laute Geräusch hat dort wohl eine Lawine ausgelöst. Wenn Frost dort außen ist, wenn draußen ist, dann besteht die Möglichkeit, dass die Lawine ihn erwischt hat. Das hört sich gar nicht gut an. Wir müssen Frost finden. Auf zu Nordhang. Xavier, hier zu bleiben ist zu gefährlich. Du musst ihn in Sicherheit bringen. Einverstanden? Was habe ich gesagt? Mark, mit wem sprichst du? Wie merkwürdig, von einer Sekunde war er noch hier. Hatte jemand den Verstand vernebelt? Du bist alleine, seit wir dich hier entdeckt haben. Darüber können wir später reden. Jetzt müssen wir erst Frost finden. Stimmt. Suche Frost. Info. Blog. Es wird Zeit für ein weiteres Match gegen Elias. Nach all den Trainings ist ein Sieg möglich, aber zunächst müssen wir Frost finden. Er ist irgendwo im Schneechaos. Speichern wir mal. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Okay. Karte. Nordhark. Und da ist er ja da oben. Wie geht's dir, Frost? Da ist er ja. Hallo, Frost. Wie gut, dass dir nichts passiert ist. Glaubt ihr, dass er uns hören kann? Hey, Frost, reiß dich zusammen. Was treibt die Erdlinge hier? Oh nein. Elias Akademie, wir sollten euch dasselbe fragen. Ihr seid doch diese arroganten Erdlinge von der Raimund, die es wagten, sich Lord Janus entgegenzustellen. Ihr seid es nicht wert, dass Lord Janus sich mit euch beschäftigt. Wir erledigen euch selbst, hier und jetzt. Tja, muss das ausgerechnet jetzt sein? Trainerin, kümmern Sie sich bitte nun um Frost. Dann müssen wir diese Kreaturen eben eine Chance eben besiegen. Ach so. Er muss seine Zeit nicht verschwenden. Ihr seid erledigt. Die Agenten. What the fuck, sind die schnell? Schuss. Und gewonnen. Weiter so, Raimund! So muss es sein. Wie schnell der levelt, meine Fresse. Ach, Raimund. Ungeziefer. Das wird uns nicht aufhalten. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Unsere Arbeit ist getan. Wartet! Mark, was ist nur mit Frost los? Aber Lawine, die Lawine! Hey Frost, reiß sie zusammen! Was macht ihr denn alle hier? Wo bin ich? Frost, du bist wohl auf. Wenn wir dich hier nicht gefunden hätten, wärst du vielleicht von Alice entführt worden. Es tut mir leid, dass ich euch nicht helfen konnte, als ihr mich am meisten gebraucht habt. Da musst du dich nicht entschuldigen. Wir sind doch Freunde, stimmt's? In schweren Zeiten halten Freunde immer zusammen. Freunde? Mark hat recht, Freunde halten immer zusammen. Ganz besonders bei Raimund Team. Danke. Frost hat sich dir angeschlossen. Yay! Für euer Gebäude haben wir jetzt keine Zeit mehr. Elise ist gerade auf dem Weg zur Alpine. Lass uns versuchen, dort von ihnen anzukommen. Elise ist hier? Jetzt schon? Ich muss die Schüler der Alpine beschützen. Natürlich kommen wir mit dir. Oh, es kann Elise nur an diesem trostlosen, eingeschneiten Ort wollen. Warum verhält sich Frost so? Es könnte am Nordhang so wichtig sein. Okay. Ich muss nicht diesen Weg da gehen. Ich gehe einen anderen Weg.
Aber das mache ich offscreen. Wir sehen uns im nächsten Part.